Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Skyrim. Und wir sind gleich hier in einem Bogenduell, das wir gewonnen haben. Aber ich glaube, diese Banditen hier waren immer relativ schwächlich. Allerdings gab es denn hier doch den einen oder anderen, der ein bisschen mehr drauf hatte. Mal gucken, ob die... Okay, die sehen uns nicht mehr. Dann können wir auf jeden Fall schon mal hier gucken, was sie so dabei hatte. Ein bisschen Gold schon mal, Eisenpfeile. Okay, und speichern. Ich will jetzt hier mal ein bisschen mehr speichern, weil ich das gerne immer unterschätze. Und am Ende wird es voll böse und so. Okay, wir schleichen hier mal rein. Okay, ich sehe erstmal niemanden. Hier singt jemand. Okay, okay. Mal hier vorsichtig rumgucken. Ich sehe niemanden. Ich denke mal, hier wird es nicht weitergehen. Oh, 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 oh. Oh, Mist. Wir wurden fast entdeckt. Wahrscheinlich kommt da jetzt gleich eine. Bitteschön. Nochmal. Nochmal. Der Ketos, du kannst jetzt gerne. Autsch, 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 autsch. So, wir nehmen erstmal unsere beschworenen Schwerter. Mit denen können wir vielleicht etwas mehr ausrichten. Okay, ich glaube, der Ketos hält sie auf. Okay, komm, 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 komm. Und vielleicht raus erstmal wieder. Vielleicht locken wir den einen oder anderen raus und können ihn dann hier... Okay, du hattest kaum noch was. Kein Seelenstein ist groß genug. Stimmt, wir können die ja jetzt einfach so absorbieren dann. Ich habe eine andere Idee. Wir nehmen jetzt mal die Feuerbälle. Ne, es waren Feuerblitze, ne? Oh, ich kann es nicht auseinanderhalten. So, Nummer 1. Nummer 2. Den wir jetzt gleich erledigt haben. Ah, ich glaube, wir haben leider dagegen geschossen. Ah, da bist du. Na komm noch. Ich mach dich eh fertig. So. Dann haben wir hier ein bisschen aufgeräumt und speichern mal. Wo auch immer der Ketos plötzlich hin ist. Ich weiß nicht, ob der da drin schon wieder für Chaos sorgt oder so. Keine Ahnung. So, wir müssen... Jetzt habe ich ein Pfeilgeräusch gehört. Der meiner Meinung nach da gelandet ist. Hm. Na gut, ich sehe jetzt erstmal niemanden. Oh nein, jetzt haben wir wieder irgendwas genommen, was ich nicht wollte. Verdammt. Und dann wiegen wir gleich wieder zu viel. Egal. Einfach erstmal alles mitnehmen, was nicht unbedingt viel wiegt und was wir gebrauchen können. Wie Gold. Ja. Die Triche oder so. Ist das keine Falle? Ich dachte, das wäre eine Falle. Okay, dann haben wir hier noch einen. Mit Gold, okay. Gut, dann wechseln wir jetzt mal wieder auf den Bogen, den ich voll gerne mag irgendwie. Bloß ich würde gerne noch was anderes als Elektrizität haben. Weiß nicht. Ausdauerschaden? Oder Frostschaden? Frostschaden. Frostschaden ist Ausdauerschaden. Aber Frost ist vielleicht... Oh, der Ketos! Meine Güte. Muss das sein? Guck mal, das ist eine Falle. So sollen wir jetzt so... Wow, ein Kaninchen. In die Falle gelaufen. Vielleicht. Könnte sein. Kaninchen. Okay, ich glaube, hier ist nichts weiter. Ich habe jetzt gerade ein bisschen Bock auf Schleichen und Bogenschießen und so. Und vielleicht allgemein mehr auf Fernkampf. Ist übrigens aufgefallen, dass ich irgendwann auch mal andauernd zu Nahkampf, Fernkampf oder andersrum gesagt habe. Was natürlich totaler Schwachsinn ist, aber... Bei so einem Let's Play merkt man eben manchmal nicht, wenn man Schwachsinn erzählt. Man weiß es natürlich eigentlich besser, aber man ist ja nur zu einer Hälfte konzentriert aufs Sprechen und was man sagt und so weiter und so fort. Und über den Sinn denkt man natürlich auch nicht immer sofort nach oder merkt nicht, dass man Unsinn spricht, weil man, weil es im Kopf halt richtig ist, aber wenn man es ausgesprochen hat, Unsinn ergibt. Also ich meine, man denkt es richtig, spricht es dann nur falsch aus, benutzt die falschen Wörter, weil man schon in Gedanken weiter ist.
Und man konzentriert sich ja nebenbei einfach aufs Spiel sehr intensiv. Und deswegen wird man als Let's Player auch nie eine richtige Chance gegen so andere gute Spieler haben, die eben nicht Let's Play nebenbei, weil man nicht voll bei der Sache ist. Es sei denn natürlich, man Let's Playt so, dass man einfach nur spielt und hin und wieder, wenn mal gerade nichts los ist, was sagt. Das, was einem gerade so durch den Kopf schießt. Wenn man, also zumindest so wie ich es mache und viele andere ja auch, es ist ja so, dass man die Leute unterhalten möchte und dementsprechend auch überlegen muss. Was sage ich denn jetzt hier? Was erzähle ich hier? Und das macht die ganze Sache natürlich um einiges schwieriger, als wenn man es einfach so spielt. Und vor allem kommt man auch viel langsamer voran. Weil wenn ihr alleine spielt, dann werdet ihr euch wohl kaum mit irgendwelchen Charakteren, fiktiven Charakteren unterhalten. Also wirklich mit ihnen sprechen, so wie ich es manchmal tue. Rolle des Rufs zu den Waffen bringt viel Geld. Nehmen wir mal mit. Und wir sind bald schon wieder auf einer neuen Stufe. Das ist sehr gut. Okay, die Frage ist jetzt natürlich, wo müssen wir... Wir müssen da irgendwo rein. Vielleicht geht es hier unten noch weiter? Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Wer weiß das schon. Wir können ja mal hier... Ah, doch, das sieht gut aus. Vielleicht gehen wir einfach mal hüpfen hier ein Stückchen runter. Ich glaube, wir haben die Banditen aus dem Weg geräumt. Ich glaube, das sind alle. Aber das denkt man ja immer. Okay, das waren die Abgeschworenen, die immer wieder aus ihren Löchern krochen. Nö, es sieht gut aus. Oh Gott. Mann. Scheiß hohe Auflösung, ey. Das wirkte voll echt, als wenn ich hier gegenlaufe. Und das hat mich voll erschreckt. Das würde mich in echt auch erschrecken, wenn plötzlich so ein Ast oder Zweig vor mir auftaucht. Hey, ich will die haben. Ganz normal haben, die Pfeile. Wenn die hier schon mal so gebündelt rumliegen, warum nicht? Okay, Mzincha left. Wir gehen mal rein. Mann, der Ketus. Kannst du nicht einmal normal laufen, wie jeder andere Mensch auch? Mal sehen. Ah, ich denke doch, dass hier noch ein paar Banditen drinne sein werden. Drinne liegen werden. So wie das hier aussieht. Das sieht nach Menschen aus. Und von daher können wir ruhig... ein Rubin. Und Zwergenöl. Ja, ich höre schon Stimmen. Können wir ruhig ein bisschen schleichen. Ganz einfach aus dem Grund, wir können auch mal speichern. Ja. Damit die uns nicht bemerken. Nachher würde ich vielleicht aufhören zu schleichen, wenn nur noch die Zwergen-Dinger dabei sind. Okay, ich sehe sie. Ich sehe sie. Jetzt müssen wir bloß nirgendwo, dürfen wir nirgendwo gegenlaufen. Ruhig, 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 ruhig. Und hier, bitteschön. Und einen noch. Geh mir aus dem Weg. Hast mich, ja? Wir sind aber zwei. Mein Freund, du hast keine Chance. Weil mein Bogen dich ab und zu zurückwirft und der Ketus scheinbar auch. Und hier hast du den Finisher. Okay, da ist eine Maschine. Leider Gottes, habe ich gerade gehört, hat mein Handy geklingelt und das bedeutet, dass meine Freundin auf dem Weg zu mir ist. Schon. Ich dachte, ich habe hier ein bisschen mehr Zeit als nur zwei Parts. Aber okay. Ist vielleicht für meinen Laptop ganz gut, weil da noch viel drauf ist, was gerendert werden muss. Naja, gut. Aber ein Momentchen können wir ja auf jeden Fall noch aufnehmen. Oh, da hinten. Ich dachte, das wäre es jetzt eigentlich schon. Ah, der ging voll vorbei. Der natürlich auch. Ganz ruhig. Da ist er. Jetzt habe ich ihn. Nochmal. Jetzt sieht er uns erst. Okay, sehr gut, der Ketus. Sehr gut. Haben wir wieder hervorragend gemacht, bis auf dass meine ersten zwei, drei Schüsse voll daneben gingen. Aber ansonsten... Vulkanglasfall. Ich weiß nicht, ob du die unendlich hast, ey. Aber... Weiß nicht, dadurch bekomme ich immer wieder mal welche.
Und so auf Dauer habe ich bestimmt auch eine ganze Menge dann zur Verfügung. So, hier haben wir wieder einen Zwergensphärenwächter. Kleiner Seelenstein und Zwergenöl. Diese ganzen Dinger hier, ne? So diese Dwemer-Balken und so. Ich dachte immer, damit kann man diese Centurios zusammenbauen. Aber die kann man wohl lediglich dazu benutzen, die einzuschmelzen, ne? Und dann diese Zwergenbaren zu haben. Okay, hier sieht es nach Spinnen aus. Auf jeden Fall nach Eis, oder? Oh, Moment. Das wird voll ein Kopfschuss. Aber ein richtig guter Kopfschuss. Der ging voll daneben! Okay, aber wir haben sie trotzdem. Okay. Wow. Ich meine, ich habe zwar nicht gut getroffen eben. Also, der Punkt war genau da, aber der Pfeil ist dann doch ein bisschen höher geschossen, als er sollte. Schneebären, yay! Naja. Aber dafür hat der Bogen die ganz schön weggehauen. Ein Schuss, obwohl der andere sich scheinbar noch verstärkt hat. Da gibt es definitiv üblere Sachen, oder? Wie so ein toter Hund, ne? Naja. Von mir aus. Wenn es sein muss. Okay, dann mal weiter. Vielleicht kommen hier noch ein paar mehr Menschen. Ich habe gerade mehr Bock auf Menschen als auf irgendwelche Zwergen. Oh Gott, lebt er? Oh ja. Okay, und der hält sogar ein bisschen was aus. Wir sind verloren. Rückzug. Dadurch natürlich nicht, dass er uns kaum entdeckt. Das ist wunderbar. Funktioniert doch hier absolut perfekt. Ich glaube, das war's hier. Okay, hier hinten geht's noch lang. Mal hier kurz lang gucken. Dup-di-dup-di-dup. Nee, das sieht nicht so aus. Ich denke mal, da unten kann man auch noch lang, aber im Moment einfach noch nicht. Oh, Moment, das Zwergenöl können wir natürlich auch mitnehmen. Und dann gehen wir vielleicht einfach mal hier rein. Okay, mit Zimmerschlüssel. Das bedeutet wahrscheinlich, dass hier was drin ist. Ein Mensch dachte ich zwar erst, aber scheinbar nicht. Ist hier vielleicht nur irgendwas versteckt? Hier ja nicht. Hm, aber dieser Raum muss doch irgendeine Bedeutung haben. Oder geht's hier hinter ganz normal weiter? Ah, okay. Hier geht's rum. Ob hier noch irgendwer ist? Es sieht nicht danach aus. Es sieht so aus, als wenn das sein Zimmer war. Okay, eine Zwergenspinne. Dwemer Getrieberad. Muss jetzt nicht sein. Hier haben wir noch ein paar Zaubertränke, noch ein bisschen Zwergenöl. Oh, Maluriels Tagebuch. Das knöpfen wir uns mal gleich vor. Gold, Horkerzahn. Ne, Kuhfell und so muss nicht sein. Oh, ein Tanz im Feuer. Redekunst verbessert. Und damit auch eine neue Stufe. Sehr schön. Maluriels Tagebuch. Ich hatte Glück, dass ich sie überzeugen konnte, mich aus den Toren von Bruma herauszulassen. Zeit, Cyrodiil zu verlassen. Himmelsrand. Nicht so übel, wenn einem der Geruch von Mammut nichts macht. Vielleicht kann ich die Forschung vergessen, den Auftrag vergessen. Die Luft hier ist rein. Karawane brachte Fragen mit. Früher oder später werden sie aufholen. Geld wird nichts nützen. Brauche etwas Zwergenschrott, um sie zu besänftigen. Aber wie? Markart war vielversprechend, aber verschlossen und verriegelt und ich bin kein Dieb. Muss eine andere Möglichkeit finden. Wegelagerer haben den Fahrer getötet und versucht, mich auszurauben. Vivek muss mit mir gewesen sein. Ich konnte sie überzeugen, für mich zu arbeiten und die Zwergenruinen auszugraben, in denen sie ihr Lager aufgeschlagen hatten. Jedenfalls sicherer als die Städte. Diese Banditen sind dumm, aber hier unten wird mich niemand finden. Habe tatsächlich einige Artefakte gefunden, muss versuchen, einen Käufer zu finden. Vielleicht verdiene ich tatsächlich genug, um diesen Dummköpfen für ihre Arbeit zu zahlen, was ich versprochen habe. Kann ich zurück nach Markart gehen?
Bleibe zunächst in den Ruinen. Was ist mein nächster Schritt? Okay, das war's dann scheinbar. Dann nehmen wir das mal an uns. Klingt ja auf jeden Fall... Ach, das ist... Aha. Wir konnten hier alles nehmen, aber ein beschädigtes Buch wäre stehlen. Okay. Hinsetzen. Ja, vielleicht setzen wir uns hier einfach mal hin. Betrachten diese Zwergenruine. Und ja, machen dabei mal unsere neue Stufe. Magika oder Gesundheit? Was wäre für uns am besten? Mit Magika bin ich eigentlich im Moment zufrieden. Machen wir mal Gesundheit noch ein bisschen. Jetzt weiß ich natürlich nicht, was es hier alles noch so gibt, aber ich würde jetzt einfach mal... Leichte Rüstung könnten wir gucken, aber ich würde gerne Schießkunst mal reinlunschen. Überspannen könnten wir. Mächtigen Schuss. Das wäre Schnellschuss. Das will ich auf jeden Fall haben. Das klingt sehr cool. Meisterschuss muss nicht unbedingt sein. Waldläufer war mit schussbereitem Bogen laufen. Das klingt auch sehr gut. Du kannst doppelt so viele Pfeile von Toten... Ja, das nicht unbedingt, aber das müssten wir ja dann machen. 10% Chance für einen kritischen Treffer. Ruhige Hand könnte man machen. Könnte man. Okay, machen wir den Bogen überspannen, dass es noch mehr Schaden macht. Gut. Ach ja, ich sitze, deswegen kann ich hier gerade nichts anfassen. Gut, dann würde ich sagen, reicht das für diesen Part. Und ja, leider auch für diese Aufnahme, obwohl ich gerade Lust hatte, aber ja, was soll man machen? Was soll man machen? Und dann wird es wahrscheinlich hier weitergehen, oder? Nehme ich jetzt einfach mal an. Und zwar im nächsten Part dann. Bis dahin. Und tschüss.